Hey, in diesem Video zeige ich dir drei Blender-Licks im Stile von Slash bzw. Guns N' Roses. Und das bedeutet wieder, die Licks sind etwas einfacher, als sie klingen. Und wenn du Bock hast, den Stil von Slash zu entschlüsseln, dann bist du hier genau richtig. Und wir legen einfach mal los, würde ich sagen. Bis gleich. Delamar. Musify your life. Hallo und herzlich willkommen bei Delamar Guitar. Mein Name ist Tim und wir machen heute drei Blender-Licks im Stile von Slash bzw. Guns N' Roses. Wir steigen mal ein mit Lick Nummer 1 und das ist auf jeden Fall schon ein sehr cooles Lick. Ich habe es aus einem Song geklaut. Mal gucken, ob du errätst, welcher das ist. Falls das so ist, schreib es mir auch in die Kommentare. Okay, Lick Nummer 1. Fangen wir an im 17. Bund auf der hohen E-Seite. Und zwar bendest du einen Ganzton nach oben. Dann spielen wir die 15 auf der E, machst am besten mit dem Mittelfinger. Dann die 14 mit dem Zeigefinger. Einen kleinen Triller, das bedeutet Hammer-on, Pull-off von der 15 zu 14. Und dann die 17 auf der H-Seite. Das ist so die erste Phrase. Dann machen wir quasi das gleiche nochmal. Nun landen wir diesmal im 16. Bund und das kannst du am besten mit dem Ringfinger spielen. Auf der H-Seite natürlich. Dann geht's hoch zum 17. Bund mit dem kleinen Finger wieder. Auf die 14 auf die E-Seite. Und jetzt sind wir auch schon im nächsten Lick. Dann machen wir einen kleinen Pentatonic Run nach unten und zwar mit Bendings. Das war dieses hier. Also 15, Bending und Release. Auf die 12. So ähnlich auf der G-Seite, nur diesmal mit der 14 mit dem Ringfinger. Und dann dieses wunderschöne Moll-Lick mit der None. Wir spielen den 11. Bund auf der G-Seite, machen einen Triller und landen mit dem kleinen Finger auf der D-Seite 14. Und dann sind wir auch schon durch mit Lick Nummer 1. Lick Nummer 2 habe ich auch aus einem Song geklaut und das schauen wir uns doch jetzt auch mal gemeinsam an. Aber bevor es losgeht, spiele ich es dir erst einmal vor. Okay, Lick Nummer 2 ist eine sehr, 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 sehr schöne Melodie, die wir hier spielen. Wir fangen an in der D-Moll-Pentatonic. Und zwar auf der G-Seite im 12. Bund. Und es kommt eine ganze Menge Bendings hier rein. Wir benden erstmal ganz normal 12. Bund mit dem Ringfinger. Dann benden wir nochmal mit einem Release. Und benden direkt wieder hoch. Gehen auf die 13 auf der H-Seite. Und benden nochmal die 12 auf der G. Machen einen Release und einen Pull-Off zu 10. Das heißt, wir haben das hier. Jetzt kommt ein ganz ähnliches Lick. Der zweite Part geht so. Also fast das gleiche Lick, nur ein bisschen anderes Timing. Und jetzt geht es auch schon weiter mit schönen Bending-Tricks. Und zwar gehen wir auf die 9 und machen ein Halbton-Bending. Beim Halbton-Bending darfst du wirklich nur einen Halbton hochbenden. Das bedeutet der Ton auf dem 10. Bund. Wir machen Bending und Release. Dann auf die 13, 13 auf der H-Seite. Und jetzt nochmal wieder eine kleine Variation im Timing. Also eigentlich benden wir zweimal diesmal, ne? Und der Abschluss von diesem Lick ist auch ein wunderschöner Pentatonic Run. Wir sliden von oben rein in den 12. Bund, also von der 14. Sliden wir ganz schnell auf die 12, machen einen Pull-Off auf die 10. Dann sliden wir etwas langsamer wieder von der 12 auf die 14. Spielen die 12 auf der G-Seite. Langsam wieder zurückgeslidet auf der D 14 zu 12 und machen einen Pull-Off zu 10. Lick Nummer 3 ist eine sehr, sehr schöne G-Blues-Phrase, also denk diesen Akkord oder dieses hier. Und wir fangen an auf dem 13. Bund auf der D-Seite, gehen auf die 14 auf der D, 12 auf der G. Und jetzt machen wir mit dem kleinen Finger ein 1,5-Ton-Bending.
Und dann noch ein paar anderthalb Tonbendings. Und die musst du so ein bisschen staccato spielen, also abgehakt. Soll heißen, du dämpfst immer mit der rechten Hand zwischendrin die Bendings kurz ab. Das Ganze geht dann weiter mit nochmal einem etwas längeren Bending auf dem 15. Jetzt musst du den Finger wechseln. Und zwar gehst du mit dem Ringfinger zu 15 auf der H-Seite. Und wir spielen auch wieder staccato, also abgehackt. Die 15, 14, 13, 15 auf der G-Seite, 13 und 15 auf der H-Seite. Und dann gehen wir in eine ganz typische Slash-Triller-Abwärtsbewegung, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar machen wir auf der 13 und 15 einen kleinen Triller, also Hammer und Pull-Off. Sliden zu 11. Und dann zupfen wir nochmal die 11 an. Und das ist so ein bisschen hier der Trick, den er ganz, ganz, ganz oft macht. Diesen letzten Ton noch einmal anzuzupfen. Das gibt einen ganz coolen Rhythmus. Und das führen wir hier in der Tonleiter fort. Also von der 13, 15, 11, dann 11, 13, 11 auf die 10 und auch nochmal gezupft. Und auch das gleiche hier, also gleiche Idee nochmal, nur landen wir jetzt auf der G-Seite am Ende. Wir machen von der 10 zu 11 und wieder zurück, Hammer-on und Pull-off. Mit dem Ringfinger dann die 12 auf deine G-Seite. Zweimal gespielt, da musst du zweimal zupfen. Also so. Wenn du jetzt noch ein paar weitere Videos schauen willst, dann wirst du hier ein paar Vorschläge kriegen. Mach's gut und bis bald.